Das ist jetzt was Witziges, was ich allerdings wieder nicht kaufen kann. Keine exakte Kopie, man mag es nicht glauben, nur drei Viertel so groß. Und zwar haben die Technikteile geschrumpft. Die Konstruktion ist also vergleichbar mit anderen Konstruktionen, die Farbe nicht, wie man sieht. Und die Teile sind nur drei Viertel so groß wie andere Technikteile. Was es alles gibt, aber nicht bei uns. Jetzt bin ich bei Lotz, wie man sieht, und die erweitern hier ganz nett ihre Häuserserie aus den Mini-Blocks. Den Motorroller hier, den haben wir ja schon, den Hotdog-Stand hier, den bekommen wir noch. Und dann gibt es demnächst auch aus Mini-Blocks hier so eine Serie mit Traumberufen oder Interiors oder so. Ich denke, das ist auch ganz nett gemacht, werden wir demnächst kriegen. Hier bin ich jetzt bei Pandos und die haben einige neue Panzermodelle unter anderem hier gezeigt. Sehen ganz schön aus, sind ziemlich groß, kommen auch noch weitere, die jetzt hier auf der Messe noch gar nicht gezeigt sind. Natürlich mit Figuren, müssen wir mal gleich wieder sehen, was wir da machen. Und bringen auch noch zum Thema China-Gebäude zwei, drei ganz schöne Sachen. Jetzt bin ich bei Chichele, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Und ich stelle mal wieder fest, ich habe einfach viel zu wenig Ahnung von Lego. Ich muss ja aufpassen, dass ich hier nichts kaufe, wo ihr mir hinterher sagt, das sind irgendwelche Kopien. Aber ganz oft, wenn ich hier frage, dann bekomme ich zur Antwort, it's not a copy, it's similar. Also es ist ähnlich. Ne? Ja, und da sind wir wieder bei der Frage, wo ähnlich anfängt und aufhört. Ich glaube, da lasse ich lieber meine Finger von. Bei Orsini gibt es neue Sets zu dem Geister- und Dracula-Thema. Sind ganz witzig. Die älteren habe ich schon bestellt, sind aber noch nicht da. Military gibt es ein bisschen was Neues, finde ich jetzt nicht ganz so prickelnd. Und sie haben eine neue Figur entwickelt, das ist die hier rechts. Damit sie keine Probleme mit einer Firma aus Dänemark kriegen, stellt sich die Frage, wie weit muss man die menschliche Gestalt eigentlich noch einstellen, damit man keine Probleme mit Dänemark kriegt. So, für heute war es das dann von der Canton Fair. Ich denke, wir haben eine Menge zusammen gesehen und erlebt hier. Ich mache mich jetzt auf den Weg zurück nach Changping und nächste Woche geht es nach Shantou. Da sitzen nämlich die meisten der Hersteller. Da gucken wir dann nochmal in den Showrooms, was es da Nettes zu sehen gibt. Und da werde ich dann auch ganz in Ruhe das bestellen, was wir dann demnächst auch bei Blue Bricks haben. Also, bis dahin, viel Spaß, schöne Grüße, euer Klaus. Tschüss.